Willkommen zu meinem nächsten Minecraft Pre-Release Video. Das ist jetzt sehr schnell hinter dem anderen rausgekommen. Aber jetzt bin ich wenigstens wieder up to date und ganz nah dran. Wir sind jetzt in der 12. Woche 01a und die neuen Features sind sofort schon zu entdecken. Nämlich, die Schrift hat sich geändert. Und wenn man jetzt hier auf Sprachen drückt, sind auch ein paar Sprachen weg und andere wohl da. Deutsch ist jetzt nur noch da. Es gibt jetzt kein Österreichisch mehr. Und oben ist irgendwie Afrikanisch dazugekommen. Das ist mir als erstes aufgefallen. Und die Sprachen sehen jetzt besser aus, nicht mehr so ungleich zueinander, sondern alle ungefähr gleich groß. Oder alle gleich groß, gucke ich gerade mal. Ja, ungefähr alle gleich groß. Arabisch, das ist ja klasse. da steht auch unten dran, dass sie nicht 100% korrekt sein können. Und das bestätigt sich auch, weil die Fehler, die ich im letzten Video angemeckert habe, die sind immer noch da. Nämlich rosa Farbstoff und es gibt aber nur pinke Wolle. Ja, klasse. Wir gehen hier gleich in die Welt rein, aber erst zeige ich euch hier in dem Weltengenerator noch was. Also hier alles mit der neuen Schrift sieht alles seltsam aus, finde ich. Weitere Weltoptionen gibt es hier zwei Weltentyp Default, also voreingestellt, und super flach, also super flat, das haben sie noch nicht übersetzt. Und wie immer hier Struktur generieren an oder aus. Dann gehen wir jetzt mal hier in die neue Welt. Map-Generator hat sich auch... Ja, ich habe endlich die Sounds an. Der Map-Generator hat sich geändert. Die Übergänge zwischen den Biomen haben jetzt eine weichere Farbe, sodass es nicht mehr so harte Kanten gibt. Und die Arten der Biome hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Das heißt, also es gibt jetzt zum Beispiel auch Berge wieder in der Wüste und Berge im Wald und nicht nur Berge als Bergbiom. Und dadurch sieht die Welt dann ein bisschen natürlicher aus, weil ich fand das auch, ich habe mir auch eine Welt generiert und da war nur so ein einziger Berg, das sieht dann total komisch aus. Ich hoffe mal, dass sich das dann so ein bisschen natürlicher anfühlt, wenn man dann da durchläuft und nicht immer so total flach ist und dann, oh Gott, da ist ein Riesenberg, weil das war schon sehr seltsam, das war ja früher auch so, dass Berge überall waren und nicht nur in einem Bergbiom. Ja, das ist noch die gleiche Map, die ich beim letzten Pre-Release benutzt habe. Die Zufälligkeit von den Brauständen, also von den Verzauberungen bei den Brau... Ne, jetzt Quatsch. Also die Brauzeit von Tränken hat sich auf 20 Sekunden verkürzt. Ich weiß nicht genau, wie viel die vorher war, aber länger. Und die Verzauberungssachen, die Zufälligkeitsrate wurde erniedrigt. Also es ist nicht mehr so zufällig, was man da bekommt. Ich weiß nicht genau, wovon das jetzt dann abhängt. Aber die haben das dann ein bisschen sinnvoller gestaltet. Ja, dann habe ich beim letzten Mal etwas vergessen, euch zu zeigen. Ja, das tat mir sehr schrecklich leid. Da habe ich nur eine Anmerkung gemacht. Aber jetzt kann ich es euch zeigen. Hier, ich habe was in der Hand. Das ist ein Monster-Ei. Das ist ein neues Feature. Und die haben jetzt auch die richtige Farbe. Vorher, wenn ihr bei meinem alten Video guckt, hatten die ganz komische Farben. Und jetzt haben die immer noch komische Farben. Ja, aber die haben versucht, die ungefähr den Monstern anzugleichen. Zum Beispiel hier so ein Schleim. Sieht ein bisschen aus wie ein Schleim. Und hier Schwein ist rosa. Und Silberfisch ist grau. Und Dorfbewohner ist braun. Und eine Spinne ist rot und schwarz. Und eine Höhlenspinne ist dunkelgrün und schwarz, sodass man ungefähr erkennen kann, was man vor sich hat. Und ich würde sagen, eins meiner Lieblingseier ist dieses Ei. Ihr habt das ja vielleicht schon gesehen. Da hinten sieht man es. Das ist eins meiner Lieblingseier. Das war nämlich Pilzkühe, weil man sieht, dieses Pilzbiom ist selten. Und ihr seht, ich muss einfach nur draufklicken und schon Mut ist um mich herum, wie bekloppt. Das gibt es natürlich auch mit anderen Dingen, mit Schafen. Da kommen aber immer nur weiße Schafe bei raus. Oder mit Kühen. Da zieht ihr Kühe. Und das geht auch mit Hühnern. Mit Monstern kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, weil, seht ihr, weil ich Monster ausgeschaltet habe. Und deswegen geht das nicht. Funktioniert aber genau wie alles andere auch. Entschuldigung. Gerade gegen die Maus gekommen. So, dann haben die noch die Kollisionsblöcke von den Zauntoren und von den Leitern weggenommen. Ja, was heißt das? Das heißt, dass man nicht mehr, so wie das früher war, hier kleben bleibt, wenn man von der Seite an so einem Zauntor entlangläuft, weil da halt so ein Kollisionsblock war, sondern die haben die gleiche Kollisions,
Block, den gleichen Kollisionsblock genommen wie von dem Zaun. Das sieht man hier, wenn ich das markiere, dass diese schwarzen Linien sich ganz fein um das Zäunentor drehen. Und das merkt man, wenn man hier langläuft, weil jetzt kann ich einfach langlaufen, ohne an diesem Zäunentor hängen zu bleiben. Das war ja sehr abgedreht. Und das hat auch sehr genervt, vor allem bei uns in der Let's Play-Welt, weil wir ja auch so mehrere Zäunentore haben. Und da konnte man halt einfach nicht dran vorbeilaufen, wenn man da ständig dran hängen geblieben ist. Na du, frisst du gerade schön. Da kommt auch die Kuh. Und das ist hier bei den Leitern jetzt auch so. Man sieht das jetzt so, wenn ich die markiere, dass das nur noch ein ganz kleiner Strich ist. Also so ein ganz kleines Viereck, so wie halt die von den Zäunen auch. So dass man da auch nicht mehr so gegenläuft gegen so eine Leiter, sondern da halt ordentlich dran vorbeilaufen kann. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich noch was vergessen habe. Ich glaube aber, das war alles. Ja, ich denke mal, dass die, also ich denke, das ist jetzt nichts, was ich weiß. Ich denke, dass sie noch mehr von diesen Weltoptionen einbauen werden, außer dieses super flach und normal. Und, ja, mal schauen, was die noch weiter dazu entwickeln. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn diese Übersetzung mal korrigiert wird, weil das echt dämlich klingt. Und, ja, ihr könnt ja sonst drunter schreiben, was ihr in euch noch so wünscht für zukünftige Minecraft-Updates. Und, mein Freund sitzt neben mir und hat mich gerade nochmal daran erinnert, dass Mojang ja versprochen hatte, schon beim 1.8er-Update, dass man bei den Dorfbewohnern Quests machen kann. Und das haben sie ja bisher immer noch nicht eingefügt. Also vielleicht wird das ja eines der nächsten Features. Wir werden sehen, wann das nächste kommt. Vielleicht erst wieder im Februar. Wer weiß, hoffentlich früher. Und dann sage ich Bye-Bye und ich würde mich freuen, wenn ihr eins von meinen anderen Videos guckt oder die Let's Plays guckt und sonst uns auf dem Server mal besucht. Und ja, dann Bye-Bye.